Steinburg, hallo. Wochenausblick, 18. bis 24. Dezember. Okay, wir wollen mal schauen, was ist das, was für dich sein darf, was ich dir sagen darf. Es kommen einige Meisterprüfungen auf Steinbock zu, nicht nur in der kommenden Woche, sondern noch bis Ende Dezember. Wichtig ist Steinbock, bleibe in deiner Vielfalt, bleibe in deiner Empathie, bleibe in deinem Radius, in deiner Wohlfühlzone. Und wenn du merkst, es gibt etwas zu klären, dann mach es. Aber ansonsten bleib einfach wirklich im Flow. Warum sage ich dir das? Hier kommst du. Deine eigene Energie, das heißt deine Stärke, dein Potenzial, deine Kraft, ja, deine Herzlichkeit, aber auch dein Temperament werden dir nicht immer nur den Weg zeigen, sondern auch zeigen, was hast du alles schon von mir aus gelernt, was hast du alles schon erreicht vor allen Dingen, ja. Harte Arbeit zahlt sich immer aus, nicht nur an einem selbst zu arbeiten, sondern auch anderen Menschen bei konfliktiven Situationen zu helfen, wo du dich vielleicht sehr anstrengst. Alles, was mit harter Arbeit, mit Aufwand zu tun hat, mit Realisationen, wird kommende Woche sehr positiv für dich sein. Geh es also an, traue dich und lasse dir immer vom Leben ein kleines Geschenk geben. Und die haben das schon, das Feiern. Kommende Woche kannst du nicht nur feiern, kommende Woche kannst du nicht nur eingeladen werden, nicht nur Freunde besuchen mit der Familie, sondern du kannst dich selber feiern. Ja, trink dir ein Glas Wein, eine Apfelschorle von mir aus, ein Bier, was auch immer. Ja, wenn du zu Hause bist, alleine. Und genieß einfach mal den Abend, genieß einfach mal die Ruhe, die Stille, genieß einfach mal wirklich nur mit dir selber zu sein. Nächste Woche gibt es allen Grund zu feiern, weil unser Steinbock einiges zurücklassen kann. Die geistige Welt konspiriert auf deiner Seite. Die Steinböcke, ob Mann oder Frau, die sich immer noch schwer tun, ja, die zwar an das Kartenlegen glauben und an die Horoskope glauben, aber noch keine Fortschritte gehen oder sehen. Für euch heißt es kommende Woche, es ist wichtig, den Augenblick zu fühlen und zu spüren und zu erkennen, dass das, was ihr lebt, umgewandelt werden kann in noch was viel Größerem. Also heißt es, nächste Woche genieße den Moment, genieße den Augenblick. Genieße das Außen, genieße auch viel unterwegs zu sein, aber genieße auch die Stille, weil nur so wirst du erkennen, was du wirklich willst. Ein Bewusstseinssprung für unseren Steinbock steht nächste Woche vor der Türe. Die Liebe kann sich wieder öffnen, aber auch für die Leute, die immer noch Single bleiben nächstes Jahr oder dieses Jahr zumindest, okay? Für euch heißt es Geduld. Fruchtbare Momente kommen. Lehrreiche Momente, inspirierende Momente, aber auch Momente, vor allen Dingen in den nächsten 7 Tagen, wo es um die eigene Projektion geht. Steinbock, leider kann ich dir nicht alles immer raushauen. Ja, das weißt du mittlerweile. Bist du neu in meinem Kanal? Herzlich willkommen. Liken, teilen, abonnieren, alles ist erlaubt. Notfall-Expresslegung, wenn du einen Notfall hast, schreib mich an. Dann kriegst du am gleichen Tag noch einen 30-minütigen Termin von mir. Ansonsten habe ich nur noch Termine für im Januar frei, okay? Also von mir aus Steinbock, alles Liebe und wir schauen mal, wo die Reise uns hinführt. Bye.